Hi! Und auch heute eine Legung für dich, und zwar für dich und deine Zwillingsflamme. Ich habe hier einige Decks mitgebracht, denn wir haben heute den Löwe-Portal, und das ist auch wirklich eine wahnsinnig kraftvolle Energie, wo du auch wirklich viele Dinge positiv auch manifestieren kannst, in der Fülle bringen kannst. Und lass uns doch mal wirklich schauen, was verändert sich hier. Also, konzentriere dich, was verändert sich denn hier? Konzentriere dich hier. Konzentriere dich hier. So, was sollst du hier wirklich wissen? Wow! Ja, ich bringe dir die Lenormand-Karten mit für die Legung. Das sind jetzt diese Witch-Lenormand-Karten. Also es geht um, ja, es geht hier, wie gesagt, um, ja, es geht hier um den Ring. Der Ring steht immer für die Beständigkeit. Und wir schauen jetzt, was die Karten so generell sagen. Warum geht es heute bei diesem kraftvollen Portaltag? Also es geht darum, wirklich, 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 also für dieses eigene Potenzial oder in diese Potenzial, diese Verbindung der Zwillingsflammen, hier die Lösung zu finden und in neuen Richtung zu gehen, also Richtungswechsel in der Öffentlichkeit. Richtungswechsel in der Öffentlichkeit. Wow. Wow. Also tiefe Seelenliebe nehme ich hier wahr und tiefes inneres Wissen. Es geht um Ankommen, und zwar auch die Taten zählen hier. Die Taten zählen hier. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, diese Sehnsucht zuzulassen und nicht in diese Angst von Enttäuschung zu beharren, weil also es beginnt hier etwas, und ich sehe hier schon den Neuanfang. Also das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung, die Transformation ist da, und es geht hier um dich, liebe Zwillingsflamme, weibliche Part, denn du vereinst hier in deinem Herzen das gesamte Universum, ja? So, wir legen jetzt die Karten aus. Also wirklich eine sehr lichtvolle Portal heute. Kraftvoller, lichtvoller Portaltag. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und wirklich, es ist auch gut, jetzt zu beginnen, an sich zu arbeiten. Auch natürlich an eure Verbindung zu arbeiten. Denn nicht nur die Verbindung, sondern wie soll man das sagen jetzt auch? Also es geht Stück weit wirklich auch darum, nicht nur die eigene Entwicklung, sondern auch, wie soll man das sagen, auch diese Kraft bei dem von diesem Löweportal auch für die Beziehung zu nutzen, für dich und deine Zwillingsflamme. Und du kannst natürlich ihm auch unterstützen. Ich zelebriere einen Löwe-Portal-Ritual heute. Es wird sehr kraftvoll sein. Sei auch dabei. Also ich weiß gar nicht, kriege ich die neuen Karten hin? Ja, kriege ich hin. Also das sind sehr schöne große Karten, wie du siehst. 2, 4, 6, 7. 8. Ja, der 9. kommt noch. Wahnsinn, der 9. kommt noch. Ja? Jetzt siehst du mich auch, wie ich die Karten auslege. So.
So. Das sind auch tolle Karten. 36 und 2 zusätzlich. Und zwar die 2 zusätzliche Karten symbolisieren jetzt für dich die männliche und die weibliche Energie. Und ich finde die einfach gigantisch, weil die also wirklich, die haben was wirklich was Schönes, ja. Und ja, ist wundervoll. Und wenn man jetzt so aus dem Karten lesen möchte, schau mal, da tauchst du in diese Richtung ein. Also die Überschrift hier, der Karten für dich und deine Zwillingsflamme ist wirklich die Melodie zu finden. Die Melodie zu finden, den Schlüssel zu finden und eine neue Richtung zu wählen, das ist doch gigantisch, oder? Die Melodie des Herzens, der Klang des Herzens zu finden, jetzt mit diesem Portaltag. Ja, was sehe ich denn hier generell? Also, ich kann es euch schon mal sagen, der Mister ist hier. Der schaut in der männlichen Energie, also der wird durch diese Löwe-Portal auch wirklich in der männlichen Energie kommen. Und das steht hier mit Glück. Und da heilen die Gefühle auch ganz dolle. Was ich sehe in seinem Unterbewusstsein, möchte das, was in Erfüllung geht. Vielleicht schreibt er sich das auch auf, was er in Erfüllung gehen möchte. Und also der hat aber auch Angst. Also natürlich möchte er dir auch schreiben. Also der Brief ist da und natürlich ist da noch was, der Wunscherfüllung blockiert momentan bei dir, bei ihm, ja. So, bei dir, du bist hier ziemlich unten, hier nehme ich dich wahr, also ziemlich unten, da zeigst du dich und ich sehe hier, wow, sieht das gut aus mit den Karten, ne? Wow, das flasht mich gerade. Also, du schaust in eine komplette Transformation. Ich habe das Gefühl, dass du so bei dir was Neues beginnen willst, weil du sehnst dich danach, also nach Neuem, nach Erneuerung, nach Neuem. Du hast die Sehnsucht, aber auch so ein bisschen mehr deine Weiblichkeit zu leben, mehr deine weibliche Seite und bei dir auch in deine Weiblichkeit anzukommen. In deinem Unterbewusstsein ist hier schon, dass du also auf jeden Fall in der Tiefe gehen willst und das auf jeden Fall willst du nicht nur in der Tiefe gehen, sondern willst du auch wirklich deine Erkenntnisse aus dieser Situation also mitnehmen und das wirklich schlau umsetzen, nicht aus Enttäuschung heraus, nicht aus einer Verletzung heraus, sondern du willst es also wirklich schlau auch für dich umsetzen. Was sehe ich denn hier noch generell? Bei dir sehe ich, du bist in so einer Aufbruchstimmung, du bist eine treue Seele, du willst dir aber auch weiterhin treu bleiben, der Romantik treu bleiben, du willst in deine Kraft sein. Das ist so deine karmische Aufgabe, das weißt du. Du gehst auch vielleicht offen damit um, du weißt, dass das Potenzial hat, dass das was für dich hier begonnen hat. Auf jeden Fall weißt du denn, ne? Was sehe ich denn hier bei deinem Herzensmann? Bei deiner Zwillingsflamme. Ich sehe hier schon, diese Zerrissenheit hört auf. Damit beginnt hier wirklich die Legung, also diese Zerrissenheit der Liebeswegen, weil da sind noch die Verstrickungen. Die Schlange symbolisiert auch das Gift. Vielleicht gab es etwas, was eure Verbindung schon vergiftet hat. Das kann sein, dass es hier eine Rolle spielt. Und es geht darum, wirklich im Verborgenen wirklich in der Tiefe zu gehen. In der Verborgenen in der Tiefe zu gehen. Und im Verborgenen wirklich die Herausforderungen, die jetzt da sind, ja, sie zu überwinden, ja, und daraus wirklich in der Reifeprozess zu gehen und auch positiv zu denken Richtung Universum, sich öffnen. Also bei dir, das ist, also ihr seid in einem karmischen Prozess und das reift jetzt gerade, ja. Auf jeden Fall hat was begonnen. Also ich habe auch das Gefühl, du hast dir angefangen, diese Sehnsucht oder diese sinnlichen Gefühle
zu verbieten, dass du gesagt, ich darf es nicht irgendwie fühlen, ich trenne mich da ab. Also wisst ihr eigentlich, dass die, eigentlich nicht, wisst ihr, dass die Zwillingsflammen auch über die Chakren verbunden sind? Sind die? Ja, und vielleicht hast du da auch versucht, was abzutrennen, mehr in deine Kraft zu sein. Vielleicht hast du gesagt, nee, ich verbiete ihm jetzt auch diese sinnliche Anziehungskraft irgendwie. Entweder kommt er real oder kommt nicht real. Also ich sehe bei ihm, dass es hier mit dir karmisch ist, romantisch, und er kommt aber in eine männliche Kraft, auch noch wenn es ihm verborgen ist. So, jetzt sage ich dir, es ist wichtig, dass du weißt, was du willst. Wenn du weißt, was du willst, kann man daran arbeiten. Wenn du ihn willst, ja, wenn du ihn willst, dann helfe ich dir dabei. Also was sehe ich denn hier? Im Verborgenen sehe ich hier schon, wie gesagt, dass er halt in passiver Energie noch ist, weil der halt auch noch hier Hindernisse hat, weil der halt auch hier Verletzungen da sind zwischen euch. Romantische Gefühle hat er für dich, ne? Du gibst ihm die Kraft und das ist doch toll. Und bei dir, du willst ja den Ring haben, aber du musst da irgendwas musst du transformieren. Ich habe das Gefühl, du musst etwas Karmisches hier auflösen. So, wir schauen jetzt, welcher aufgestiegene Meister euch begleitet. Ja, ziehe ich eine für ihn und eine für dich. Also wie gesagt, morgen ein kürzeres Video für ihn und für dich. Ne? Also für ihn war hier, also Lehrer, Lehrerin, vielleicht bist du sein Lehrer oder seine Lehrerin, was euch verbindet. Also für dich kommt die Fruchtbarkeit, du kommst in eine fruchtbare Energie und dass ihr mal zuhören sollt, auch mal zwischen die Zeilen lesen sollt, ja, was der eine sagt dem anderen, das ist ganz wichtig. Und wir schauen jetzt nochmal. Also für ihn, er kommt in der Tatkraft, unterstützt ihn mit dem Ritual, aber es hat auch mit deiner persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Umso mehr du dich entwickelst, umso mehr bringst du ihn weiter in diesem Prozess, also dass er auf dich zukommen kann. Also, für ihn kommt die Tatkraft. Ich werde jetzt aktiv und bringe etwas Neues in meinem Leben in Gang. Und für dich kommt die Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich zu mir selbst und schöpfe daraus neue Kraft. Also das entwickelt sich wirklich gigantisch mit euch zwei. Und dann ziehen wir eine Karte aus dem Seelenschlüssel, was für euch seelisch wichtig ist zu lernen. Und da kommt die Dynamik. Also das verbindet euch beide, die Zehn. Also das hat dann natürlich, ist das halt auch eine Dynamik zwischen euch, denn spiralförmig dreht sich unsere Galaxie mit enormer Geschwindigkeit. Alles ist mit allem verbunden. Alle Sterne, alle Planeten und interstellaren Erscheinungen wirken aufeinander ein. Das Zusammenspiel von allen erschafft eine dynamische Bewegung. Also alles wirkt aufeinander ein. Also das heißt, auch er wirkt ja irgendwie, also ihr wirkt gegenseitig. Genauso spielt es sich in deinem Geist und in deinem Kopf auch ab. Millionen, aber Abermillionen von Verknüpfungen erschaffen in deinem Gehirn eine gigantische Lebendigkeit. Dein Geist ist zurzeit besonders rege, wach, suchend und womöglich aufgebracht. Diese Dynamik in deinem Kopf erzeugt Widersprüche. Das ist gut so, denn dein Geist will über das bisher Gedachte hinausgehen, über sich hinauswachsen. Die Grenzen der bislang gedachten Gedankenmuster wollen überwunden werden. Lass auch jene Gedanken zu, die du bisher noch nie zu denken gewagt hast. Du kannst jetzt über dich hinauswachsen. Glaubst du zu wissen, was richtig und was falsch sei?
Glaubst du an das Gute und an das Böse? Das sind Gedankenmuster, die dich behindern. Betrachte die Welt wertfrei und mit offenem, neugierigen Geist, denn dann wirst du weit. Wundersame Erkenntnisse und Erfahrungen werden dein Leben bereichern. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist. Wie gesagt, zum Ritual habe ich noch ein paar Plätze. Kannst du dich anmelden? Bei 7 ist Schluss. Nutze das und sei auch morgen wieder dabei. Ich sage danke und bis bald.